Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, da kommt immer noch ein Video. Und vergesst nicht mein Instagram zu folgen, abchecken, lasst ein Like da für Bilder und Instagram Story zu sehen. Und ja, erste Halbzeit ist einfach schlecht gewesen in den 20. Minuten, Italien gegen Österreich. Und ja, also Italien hat fast das Tor gemacht, also gegen Österreich, aber sie haben noch nie geschafft, aber ja, Italien hat immer wieder versucht, die Tore zu machen, aber es hat nicht geschafft. Diesmal, es hat lange gedauert gegen eine österreichische Mannschaft. Ich hätte es anders gedacht, dass Italien könnte schneller zum Tore machen oder nicht. Das sind die... Oh yeah. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit, oh mein Gott, und dann kommt das 1:0 von Österreich. Aber das ist ein Abseitstor gewesen, zum Glück. Und das ist, ja, und Italien hatte schon wieder gewackelt. Ja, in der zweiten Halbzeit hat Italien schon wieder gewackelt. Und dann habe ich gesagt, ja, es kommt sicher in die Verlängerung. Aber ja, ich muss schnell machen. Ja, und dann kommt die Verlängerung. Und dann kommt 95. Minute, Federico Chiesa bringt Italien zur Führung, Federico Chiesa nach 95. Minute Verlängerung mit 1:0 und jawohl. Und dann kommt 105 Minuten, Mattia Pessina trifft zum 2:0 Italien und dann habe ich mir gedacht, ja, Italien ist weit, ja, wir haben es doch mal geschafft, Italien, zum Glück habe ich sie das 2:0 geschafft in London Stadium. Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen Samstag, weiterer Samstag und das Video kommt bald online, aber dann kommt das Gegentor für Italien, oh mein Gott, sie haben es doch noch nicht geschafft, die Gegentore zu halten, aber dann kommt ein erstes Gegentor. Und muss sagen, ja, aber Italien druckt weiter, aber sie haben immer die Fehler gemacht. Es ist mega lange, das Match ist lange gewesen, bis es mal der Match zu Ende ist. Federico Chiesa und Pessina trafen bei Italien mit 2:0. Und ja. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Italien ein Gegentor kassiert hat, aber es ist halt auch so im Fußball, nur ein Gegentor ist nicht so schlimm, also nicht dramatisch, aber Hauptsache den Sieg Italien 2:1 gegen, ja, und dann kommt Kalajdzic und ja, ich finde es ein bisschen schade, lass ein Like da, lass ein Abo da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und vergesst nicht zu teilen, Kolleginnen oder Kollegen, könnt das Video teilen gerne, euren Kollegen, ja, so weiter und so Schluss. Ja, entweder Belgien oder Portugal muss Italien spielen, entweder Portugal oder Belgien muss Italien rantreten, aber das erfahren wir dann am Sonntag, also morgen. Aber morgen ist auch um 6, Tschechien, Niederlande. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Italien hat wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und ich möchte nur sagen, erstes Tor, ihr könnt da oben lesen. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, Italien gegen Tor, aber es ist halt so. Aber ich muss sagen, Italien hat sich gut mit Mannschaft gespielt. Also sie spielen immer mit Mannschaft, aber ich muss sagen, für das sie das Spiel lange gedauert hat, muss ich sagen, sie haben einen guten Match gelungen und ja, mit 2:1. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns bis nächstes Mal Video und ja, ich wünsche euch einen schönen Nacht. Und einen schönen, ja, Peace.